Hallo und herzlich willkommen zurück zu Barojax On Air. Heutiges Thema ist der World of Warcraft Legion Pre-Patch, der jetzt heute oder gestern? Gestern, Mittwoch. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, also letzten Mittwoch, den 20.07. Live gegangen ist. Jo. Und der bringt genau was rein? Ganz vieles, ganz viele tolle neue Sachen, die das Leben schöner machen. Aha, haha. ja, vielleicht für einige, die halt schon die ganze Zeit hinter Transmog-Sachen hinterher sind und die schon total leidigt ihre Lernbank überquellen, so wie ich. Bei mir ist das auch so. Bei mir schlimm. Auch. Das ist wirklich, man benutzt aber auch diese leeren Lager auch für nichts anderes. Ja, da haben sie jetzt das sehr gut umgangen, indem sie einfach bei Sammlungen jetzt einen weiteren Reiter eingefügt haben. Und dort können wir alle Quests Items oder also die können aus Quest, aus Dungeon, aus sonstiges entstanden sein. Die haben wir dann halt da in dieser Vorlagensammlung und können die einfach während des, wenn wir beim Transmogger sind, können wir die halt einzeln auswählen. Also wir müssen die jetzt nicht mehr im Inventar haben oder in der Lernbank, sondern wir mussten die nur einmal besitzt haben, dann werden die halt für uns freigeschaltet. Was ultra geil ist, wirklich. Also ja. Vor allen Dingen, zum viele Leute, die jetzt schon länger spielen, das Spiel, die haben ja gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt, quasi alte Quest-Belohnungen oder sowas als Transmog sich aufzubewahren, weil damals das Feature einfach noch nicht gab. Und deswegen, ich habe mich schon bei der Ankündigung sehr gefreut von Legion, dass sie sowas mit reinbringen, so einen Katalog quasi, wo man quasi einfach nur durchblättern kann und ach, das nehme ich mal, das hatte ich ja schon mal so ein bisschen wie Pokémon, die man im Pokédex schon mal quasi drin hatte als besessen und dann einfach wieder vertauscht habe oder so. Nächstes Feature. Was haben wir denn noch? Dalaran zieht erstmal nach Karazhan. Okay. Es wird dann weiterziehen Richtung der Insel. Fern der Insel, genau, Fährten Insel. Und da als neue Hauptstadt dienen, die halt die Horde und so, also sowohl Horde als auch Allianz halt beinhaltet werden. Also wieder WOTK-Feeling. Bringt's halt wieder. Haben Sie Dalaran irgendwie verändert? Ich war noch nicht da. Also, ach so, weiß, okay. Also in den Karazhan Dalaran. Ich denke mal, die haben schon ein bisschen die Texturen und sowas alles aufgebessert. Das haben sie auch generell in der Welt gemacht. Sie haben teilweise die Mobs halt nochmal ein bisschen überarbeitet für halt Hunter und haben noch ein paar neue Tiere halt eingefügt. Okay. Also können die Hunter jetzt noch mehr Tiere zähmen? Genau, Unfug. Ja, und generell natürlich der große Umbruch, die ganzen neuen Klassen, also die alten Klassen, die jetzt neue Fähigkeiten oder neue Rotationen und alles Mögliche haben. Und vor allen Dingen neue Animationen. Ja. Wo ich mich sehr drüber gefreut habe, weil ich fand, das Einzige, was ich immer doof fand an World of Warcraft, waren diese statischen Animationen, dass du einfach nur da stehst und du hast einfach die Kampfanimation, der steht da einfach. Und es war nicht nachvollziehbar, wann der Schaden tickt und wann ein Schlag getroffen hat. Und die habe ich mir schon in der Beta sehr oft angeguckt, diese Animationsdinger, und ich finde die sehr, sehr nice. Aber jetzt kannst du über die Fähigkeiten reden. Soll ich überhaupt noch loswerden? Ich glaube, wenn ich über die Fähigkeiten einzeln reden würde, dann würde ich da noch übermorgen sind, weil das sind halt wirklich generell alle Klassen wurden überarbeitet. Wenn man kurz so drüber guckt, was mir so auffällt, ist zum Beispiel, dass der Schurke, der hat zum Beispiel jetzt einen Piraten-Skill-Baum-Gedönse. Stimmt, okay. Die halt so ein bisschen aufs Piraten, man hat auch irgendwie Bezug auf diese Booty Bay-Sachen und und hat dann halt mit, ich weiß gar nicht, mit Degen und einer Schusswaffe, nee, ich glaube nur mit einem Schwert kannst du halt dann, mit verschiedenen Sachen halt rumarbeiten. Was haben wir noch? So, Paladin hat auch eine tolle Fähigkeit, das ist ein In-Fight-Mount, das knapp 3 Sekunden oder so hält und man halt damit halt ein wenig Distanz zum Gegner halt erfahren kann. Generell wurde auch der Retri grundlegend überarbeitet, die ganzen Mechaniken. Ich glaube, also die Heiligkraft ist zum Beispiel geblieben und noch vieles mehr. Also das sind Der
wer war das denn noch? Der Hexenmeister, glaube ich, hat eine Tankskillung erhalten. Und was jetzt auch noch neu ist, dass man die Spezialisierung, generell braucht man jetzt, hat man keinen Dual-Spec mehr. Der wurde auch abgeschafft. Okay. Sondern man muss in eine Ruhezone sich befinden und dort kann man, kann man das? Ich teste mal gerade. ja. Okay, die Spezialisierung kann man anscheinend jederzeit ändern. Ja. Aber Talente, Spezialisierung jederzeit, aber Talente kann man nur in gewissen Ruhezonen halt dementsprechend verändern. Also wenn man, man kann die halt einmal auswählen, aber dann kann man die nur in Ruhezonen. Also das sprich Ruhezonen wären zum Beispiel die Hauptstädte, Gasthäuser oder anscheinend auch, was mir auch aufgefallen ist, kurz, wenn man in die reinkommt, also bei Random Dungeons ist es so, dass man kurz am Anfang dementsprechend die einzelnen Talente auswählen darf. Ja. Sind die dann, muss man die dann immer wieder neu wählen, wenn man da umswitcht? Nee, das ist dann, man benötigt jetzt nicht mal diesen Staub, den Katalysator, also so einen Staub oder was auch immer, sondern man kann halt in diesen Ruhezonen frei halt wählen, wie man will. Also ist so ein bisschen hält mich das an Diablo 3. Da konnte man ja quasi auch die Talente austauschen, solange man in der Ruhezone war. Also jetzt nicht im Kampf, dass du quasi auch nicht mehr eine Festlegung hast auf gewisse Talente, sondern dass du frei umswitchen kannst. Hier muss man halt speziell in Ruhezonen sein. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, noch so ein paar Sachen. Ich glaube, der mit einem Schriftkundler kann man da auch Ruhezonen erschaffen. Irgendwie habe ich. Ah, okay. Also es gibt auch anscheinend Berufe, die sowas halt erschaffen. Dann wurde auch teilweise Berufe halt bearbeitet. Es gibt für VZler gibt es gar nicht mehr die großen... Also Verzauberungskunst. Genau, Verzauberungskunst. Ja. Die haben nicht mehr die großen Verzauberungen auf die Waffen. Die sind halt komplett abgefallen. Dafür können die halt jetzt für Hals... Also diese große Verzauberung wird jetzt auf den Hals gemacht. Mhm. Und für die ganzen Leute, die halt noch so einen schönen Schein um ihre Waffe haben möchten, gibt es halt dafür jetzt so Illusionen für die Waffe, nennt sich das. Waffenverzauberung. Okay. Die halt nur ausschließlich dann die Waffe verzaubern. Dann was? Also gibt es jetzt, wir müssen wie gesagt jetzt nicht jede einzelne Veränderung nochmal durchgehen, aber zusammengefasst, guter Punkt jetzt nochmal sich das Spiel anzugucken, oder? Ja, auf jeden Fall. Was auch noch vielleicht, was auch noch erwähnenswert ist, natürlich... Okay, eine Sache. Ja, ein paar Sachen kann man auch schnell überfliegen. Klüfen wurden entfernt. Da gibt es jetzt nur noch so ein paar Schönheitsklüfen, die man eben schnell in Talent einwählen kann. Das PvP-System wurde auch komplett überarbeitet. Ja. Da ist jetzt... ich mach mal das eben ab. Kann man jetzt so leveln wie in verschiedenen anderen Spielen, wie bei Call of Duty, gutes Beispiel, da man halt, wenn man halt PvP-Fortschritte macht und halt Sachen jetzt Sieger halt oder Gegner tötet, kriegt man halt kriegt man Erfahrungspunkte, diese dann halt im Sieg generieren und sonstige Sachen halt freischaltet. Ah, okay. Oder auch PvP-Skills. Es wurde Plaketten und Action-Cam wurde implementiert. Okay. Und jetzt die letzte News. Dummend wurde repariert. Cool. Das heißt, für World of Warcraft-Fans, die können sich jetzt nochmal das Spiel angucken. Ich werd mir das wahrscheinlich gleich nach den Aufnahmen hier mal direkt mal angucken. Das Gute ist ja, World of Warcraft kann man ja bis Level 20 komplett frei spielen. Und das ist immer so meine, wenn mal wieder der Druck nach World of Warcraft zu groß wird, dann spiele ich mal kurz einen Charakter auf Level 20 und dann bin ich auch erstmal befriedigt. Wobei, in 5 Wochen ist es ja auch schon soweit, dann kommt ja schon World of Warcraft Legion. Und ich denke mal, dann werden wir von unserer Seite aus auch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr was dazu machen. Ja. Und der Dämonenjäger kommt auch bald. Ja, da bin ich die Vorbesteller. Auch mal, Und es gibt ganz coole Pre-Events, kann man sich wirklich an. Da wird man angewispert von irgendjemanden und du kannst halt mit dem Anwispern kriegt man halt Debuff und den kann man halt auf andere Spieler setzen. Und wenn man genug halt krumpiert hat in die Burning Legion, dann wird man selber zu irgendeinem Verheerer oder so. Richtig geil. Also
Und es sollen halt random in der Welt noch random Events folgen, dass einfach so eine fette Immersionsding auf den Boden einschlägt und man halt da ein paar Mobs töten kann drumherum. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen mit der nächsten News. Haut rein. Tschüss. Tschüss.